Lauterbach ist ja auch wie Sie Rheinländer, aber von rheinländischem Optimismus war bei dessen Politik nichts zu spüren. Nein, das war auch gar nicht sein Ziel. Er wusste ja genau, wenn ich vorkommen will in der Öffentlichkeit, dann muss ich dramatisieren. Und jede Redaktion wusste, wenn du Lauterbach einlädst, bist du auf der sicheren Seite. Denn am nächsten Tag kommt die Schlagzeile, Lauterbach warnt vor. Und das kommt ja besser, als wenn man abgewogen argumentiert. Und Lauterbach hat sich dann selbst in diese Spirale hineingedreht. Er musste immer schriller formulieren, um sich immer wieder selbst zu toppen. Dann wurde mal Spanien beleidigt, dann wurde mal Schweden beleidigt. So hat er sich in den Schlagzeilen gehalten und so ist er Bundesgesundheitsminister geworden. Die Lauterbach-Spirale.